Hola und herzlich willkommen zu Teil 23 des Let's Plays The Ballad of Gay Tony mit Weakling-Praktikant Tommy. So, wieder mal stellt sich die Frage, Endspiel oder nicht? Steuern wir gerade auf den Showdown zu oder nicht? Kommen wir zum Waffenvan und kaufen Munition oder nicht? Okay, das ist schon mal super. Das Spiel hat sich offensichtlich nicht gemerkt, dass ich Armando letztes Mal zweimal versetzt habe. Beziehungsweise nicht versetzt, aber beim einen Mal hatte ich Polizei im Nacken und bin zu ihm gefahren. Das fand er nicht so cool. Und beim zweiten Mal hatte ich, anstatt Waffen zu kaufen, das Geschäft beendet. So, dass er auch unverrichteter Dinge wieder abfuhr. Aber wir haben eine neue Chance. I should stop selling drugs, bro. Getting these guns is so much easier. Tasty shit, no? Oh yeah, you're a lifesaver, eh? Ah, das hatten wir schon mal. Und zwar, nein. Diese Waffe? Elite MG, das müsste es eigentlich sein. Und jetzt Eingabe zum Kaufen. Ah, okay. Mehr geht nicht. Naja, ist okay. Ist okay, ist okay. Keine Ahnung. Hier haben wir noch massig. Also eigentlich, wir haben für alles noch Munition. Das ist okay. Ich wollte halt nur dieses Elite-MG auffüllen. Das ist schon eine ziemlich fetzige Waffe. Ja, und jetzt haben wir als einzigen Auftraggeber Rocco auf der Karte. Ja, der hat uns erzählt, dass der Alte, das wird ja wohl ziemlich sicher sein Vater sein, mit Bulgarin gesprochen hat. Und Bulgarin ist ja sehr an unserem Ableben interessiert. Vielleicht stelle ich einmal... das ist ja... mehr oder weniger direkt um die Ecke. Irgendwie gerade hat es wieder geruckelt, ne? Ich weiß auch nicht. Also das Spiel lädt auch seit einiger Zeit komisch lange. Alles etwas merkwürdig. Aber egal. Ich habe ja auch den großen Traum, mein System mal neu aufzusetzen, aber das ist natürlich nichts, was riesen Spaß macht. Hier müsste doch irgendwo auch der Wagen vom Dings sein, oder? Hier wohnt doch... Ja, da, das ist aber, glaube ich, auf der anderen Seite. Jetzt sind wir bestimmt gerade dran vorbeigefahren. Der Yusuf. Naja, wie auch immer. So, die Spannung steigt. Hier unten. Haha, das kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Na komm, gehen wir mal unbewaffnet. Wer weiß. Oh, Party's over. That shit would never have happened back in the day. What's up, ladies? Still living the high life, I see. Fuck you. What you doing here, cruising? Very funny. You know, Mr. Ancelotti's still blaming all that diamond shit for Gracie's kidnap? Well, you did bring the heat down on the club, so I can understand why they blame you. Yeah, and those chinks, they're still fucking pissed at that dispute of ours. Again, fair enough. Whatever, it don't matter, right? What matters is the Russian has come to Mr. Ancelotti and said he wants the head of anyone involved with the diamonds. Now, on top of all that
Gracie and Chink shit, the old man is pissed. He wants blood. I think we can cut a deal. We give him one body. All right? So basically, oh nein. It's you or Tony. One das of war so klar. Die. Me and Vince would prefer to work with you in the clubs over the faggot, so you're lucky. You kill Tony. You get to keep the clubs. You and us together, partners. Either that, or the Russian is gonna send some serious people round to whack you and the fag with Ancelotti's sanction. Yeah, you'll both get whacked. You're way out of your league, kid. And you? You're a fucking loser hanging out with children living a fantasy life. I ain't killing Tony, but I may be about to kill you two fucks, though. Then you're a dead man. You and your family and those spick drug dealers you hang out with, you're all dead. It's your choice. It ain't our fault. Fuck you. Think about it. I'll be in touch, you fucking spick. Hm. Oh, ich hoffe sehr, dass er das nicht macht, der Louis, aber ich kann es mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich denke, das wird auf eine andere Art Showdown hinauslaufen. Ich denke, das wird auf eine andere Art Showdown hinauslaufen. Ich muss mal gerade überlegen, wo um alles in der Welt... Nee, links müsste der Yusuf sein Domizil haben. Ja, Gracie, die haben wir letztes Mal geholt. Da sind mir auch mal wieder die Augen aus dem Kopf getreten. So unglaublich fand ich das, dass ich nicht wusste, dass wir mit der Übergabe zu tun haben. Mann, es ist doch nicht hier mit dem Wagen. Das gibt's doch nicht. Ich hätte schwören können, dass er hier irgendwo seinen Wagen hat. Hey, where you going, man? Let's drive to Westminster. You got it. Genießen wir mal noch die Fahrt jetzt. Können wir eigentlich machen, ne? War nicht weit. Und haben wir lang nicht mehr gemacht. Eine Taxifahrt genossen. Ich meine, Party's over klingt definitiv sehr nach Showdown. Mir fiel jetzt auch bei dem Gespräch mit Rocco wieder ein, Tony hatte ja in der letzten Folge noch angerufen, dass die Clubs geschlossen wurden. Das beruhigt mich sehr. Also ich meine zumindest, dass es nicht weit gewesen wäre. Auf jeden Fall ganz schön viele rote Ampeln, aber es scheint jetzt wirklich nicht mehr weit zu sein. Oder doch? Ich habe keine Ahnung. Danke, Mann. Yo, L, what's happening? Stuff got weird with Tony, Des. There's some really bad shit that might be about to happen in there.
Okay, Boss, I'll be in the security room if you need me. Okay, ja, das könnte tatsächlich passieren. Könnte ich mir vorstellen. Oh! There he is. Thank God you got here, Luis. These fucking guys. Talk to them. Tell them we can figure it out. It ain't that simple, Tom. Sure it is. We got money coming. We can expand, refurb, rebrand. I'm an earner. I'm a survivor. I've been in this game since 1987. Ouch. The terrible irony. You better tell him. Tony, man. What? Things are kind of fucked, man. These guys, man. These fucking guys. You never should have brought them in, man. Now somebody's got it. You know. The mix is with us now. You gotta be fucking kidding me. Times change, Tony. Your brand of charming homosexuality, it's kind of run out of steam. Someone has to pay for what's gone down. Do it. Sorry. I'm sorry, man. After all we've been through, Lou! I'm sorry, T. You was family, man. But it's either you or all of us. The Russians are coming, man. We don't got time for this gay shit. Fucking pop them already. Ich hab's mir gedacht. Ich hab's mir absolut gedacht. Moron! Hey, I had second thoughts, man. You fucking killed yourself just then. There's Russians, fucking everyone. They're coming after you. The old man, you're fucking dead. The both of you. They're coming any second and they're expecting corpses. We better not disappoint then. Ah, keep your head, Lou. He's a maid guy. Fuck him. All right, get out of here, Rocco. This is for the old man and that's it. You're a dead man, Taco. Get out of my club, you fucking mook! You sure that was smart? You sure not shooting me was smart? I don't think so. All right, if we're gonna operate, we're gonna need some goodwill here. What now? I don't know. Didn't he say the Russians are coming? Doesn't stop, does it? This must be them! You bastard! Perfect! More goons to ruin my club! I bet you wish to kill me now, Lou! One of us goes out! Ach du Scheiße, habe ich nicht mitbekommen. Das habe ich nicht mitbekommen. Es war auch eine ziemlich bescheidene Position. So. Fuck. Ah, jetzt ohne kugelsichere Weste. Ob das gut gehen kann? Ich glaube eher nicht. Die kommen hier hoch, ne? Vielleicht waren auch eben schon welche oben. Okay, 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 okay. Ja, das geht so nicht. Das geht so nicht. Ja, one of us go down. Okay, okay, okay. Wir müssen da runter. Wir müssen da runter irgendwie. Und ich brauche eigentlich eine Weste und Munition. Armando, what's up? You got some shit in that van of yours? I need to restock. Fuck! Can't have you out there unarmed. I'm on my way.
So, where to? Kann ich den Armando jetzt nicht... Doch. Da. Yeah, I'm going to Colony. Here we are, then. Thank you. Jojo, nicht im Ernst. War ein harter Tag und ich brauche einen Schuss, Luis. Musst auch gar nichts machen. Komm schnell vorbei, JJ. Nee, du. Lass mal. Da besteht echt wenig Interesse gerade. Luis, you can kill a man any kind of ways with this shit right here. Wait for this. Oh yeah, bro. I can't thank you enough. Das ist es, ne? Okay. Und die. Okay, danke, Mann. Say hi to H for me. Later on, L. Da steht noch einer direkt neben mir. Oh, ich krieg das nicht gebacken. Ich krieg's nicht gebacken. Übel. So, ich muss bitte noch mal gerade in die Info gucken. Oh mein Gott, das ist ja fürchterlich. Und beschütze Tony. Oh, wieso ist da schon wieder einer neben mir? Ich raff es nicht. Oh, ich raff es nicht, das war's doch schon wieder. Okay, so geht's auch nicht. So geht es auch nicht. So geht es auch nicht. Also ich verstehe auf jeden Fall ein Problem an der Sache. Ich darf nicht mit der rechten Maustaste da dauernd reingezoomt haben. Dann sehe ich die nämlich einfach nicht, wenn die neben mir sind. Fuck, jetzt kommt wieder einer rauf. Ich bin hinüber so gut wie. Ich brauche irgendwie. Verfluchte Scheiße, jetzt habe ich noch nicht mal mehr Munition für das Ding. Okay, was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Das funktioniert so nicht. Es funktioniert so nicht und wir verlieren massig Kohle gerade. Massig Kohle. Ja, komm, verschwinde. Beautiful fucking club!
Nein, jetzt hole ich das Scharfschützengewehr. Kann ich neu starten? Kann ich bitte irgendwie die Mission neu starten? Ne, Mission gibt's ja nicht. Okay, alles klar, dann schieß mich ab. Komm, schieß mich ab. Marret, ich hab's schon wieder verpeilt. Ich hab's schon wieder verpeilt. Oh, das wird haarig. Das wird noch richtig haarig hier. Können wir bitte eine Waffe in die Hand nehmen? Danke. So, das wäre eine Möglichkeit. Das ist ultra brutal, was hier passiert. Also wahrscheinlich gibt es irgendeine ganz einfache Möglichkeit, wie man das besser machen kann, als ich es jetzt tue. Aber die habe ich noch nicht gefunden. Wieso habe ich diese Waffe schon wieder? Ich werde wahnsinnig. Nö. Ich weiß es nicht. Geht so auch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, da ist ein Erste-Hilfe-Ding. Ah, der geht immer auf diese Waffe, für die ich keine Munition habe. Hervorragend, ganz hervorragend. Okay, dann machen wir jetzt erst wieder die hier. Irgendwo da ist noch einer. Scheiß Mobiliar hier. Die nächsten. Wo stehen die? Da ist einer. Das ist tatsächlich eine gute Frage, Tony. Oh mein Gott. Fuck it, Mann! Ah. Ich
brauche Munition, ich brauche alles, 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 ich brauche alles und ich will mich bewegen können, nein. Mira, bro, I need something that's gonna help me win a fight. Can you come by in your van? Okay, bro, I'm coming. Hey, hätte ich fast nicht mit gerechnet, dass er das noch mitbekommt. So, where to? Yeah, I'm going to Colony. Here we are then. Thank you. Boah, ist das heftig und ich habe ganz stark das Gefühl, dass es das auch noch nicht war mit der Mission. Ich denke, da kommt auf jeden Fall noch mehr. Oh yeah, you're a lifesaver, eh? I mean literally. Nein. Nein. Rücktaste zum Zurückgehen. Ah, Rücktaste für Explosivmunition, okay. Elite MG. Nee, jetzt Eingabe. Sollte ich vielleicht Molotows kaufen? Ah, die habe ich eh noch, ne? 7 Stück. Oh, das ist. Oh, das ist eine richtig gute Sache. Okay. Okay. Das könnte vielleicht was werden. Mal gucken. Erstmal danke, Armando. Ah, sind beide besetzt, okay. Ah, warte, stopp, stopp, ich muss gar nicht ins Taxi. Ich muss gar nicht ins Taxi, ich muss die SMS beantworten. So. Okay, ich habe die vor mich geworfen, richtig? Ja. Geil. Geil, 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 geil. Guter Start. Falsche Waffe. Okay, kommen noch mehr hier hochgelaufen, bestimmt. Die ziehen einem direkt so unglaublich viel ab. Wo sind die Typen? Ah, fuck. Ich meine, das mit den Haftbomben halte ich in der Theorie auch nach wie vor für eine gute Sache.
einer, ja. Ich habe latent das Gefühl, dass das nicht richtig ist, was wir hier machen. Oh fuck. Damit bringe ich Tony um. Oh Gott. Okay, alles klar. Was geht jetzt ab? More of them are arriving outside. Then we're gonna have to go meet them, boss. It's gotta end sometime. Okay, wo gehen wir hin? Also hier gab es sicher keine Weste nirgendwo. Ich habe ja gerade das Gefühl, dass ich etwas Zeit habe. Vielleicht täuscht das auch, aber... Any of them come through here, I'll have your back covered. Okay, von wo könnten die denn kommen? Ich raff das shit, alles gerade gar nicht. Shit, can you get rid of these badly dressed pricks? I'll be no good to you out there. Come on. Ach so, ich soll die draußen kalt machen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Are you fucking kidding me? Even more of them? It's on now. Verfluchte Scheiße. Verfluchte Scheiße. Was ist denn das für eine Situation, bitte? Wieso? Das geht doch nicht. Wie soll man denn in dieser Situation gegen die ankommen? Oh mein Gott. Oh, was haben die sich hier ausgedacht als letzte Mission? Oder stehe ich irgendwie einfach nur völlig auf dem Schlauch und verstehe nicht, was zu tun ist? Fuck, Desi! You serious? Get the fuck out of here! Thank you! Ja, ich verstehe schon, da kommen noch mehr, alles klar. Ich werde auch irgendwann keine Munition mehr haben. So, aber hier ist keine Weste, definitiv nicht. Definitiv keine Weste. Ist hier irgendwo irgendwas? Sieht auch nicht danach aus. Hier irgendwas. Ah ja, okay. Okay, okay, okay. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal nicht ganz so verkehrt. So, können wir vielleicht noch Kumpels anrufen und um Hilfe bitten? Take them out, Lou, please.
Nee, sieht nicht danach aus. Okay. Ja, ich verstehe das. Irgendwo ist noch einer da hinten. We beat them. Who'd we beat? A couple of goons? The guys who wanted us dead are still out there. I'm done. I'm packing up and I'm leaving town. I'm heading to a spa town in the desert. It's been nice knowing you. Don't be stupid, T. T, please, don't be stupid. I'll just come find you. Shit. Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt um alles in der Welt? Also... Okay. Da ist das T auf der Karte. Wir haben den noch als Mission. Okay, also noch eine Folge. Mindestens noch eine Folge. Das ist doch alles viel zu heftig. Alles viel zu heftig hier. Also ich fand die Mission gerade sowas von krass. Was soll denn jetzt noch kommen? Was um alles in der Welt soll denn jetzt noch kommen? Armando, what's up? You got some shit in that van of yours? I need to restock. This ain't a good time for me, L. Ja, okay. If you call me later, shit might have changed though. Okay, ja, müssen wir dann im nächsten Teil probieren. Oh, wie heftig. Ja, sorry. Ich irgendwie nicht mehr aufmerksam. Wow, so. Wow, Junge, komm, bitte. Danke. Schöne, beruhigende Musik zum Abschluss. Oh, ich fand das so krass. Was mag jetzt noch kommen? Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Bis bald in Liberty City. Macht's gut. Ciao.